Ich war in meinem Büro, bearbeite eine Werbung mit einem Staubsauger oder so. Ich arbeite nämlich in einer Zeitung. Es war Sommer, 12, 14 Uhr mittags, richtig heiß. So heiß, dass nebenan im Büro die muslimische Kollegin ihr Kopftuch ausgezogen hatte. Da bekomme ich einen Anruf. Ich gehe ran, da höre ich die Stimme meiner Freundin. Wir waren verlobt eigentlich. Sie sagt, du Schatz, komm schnell hierher. Ich frage, was gibt es? Sie sagt, Feuer in der Küche. Ich habe mich verbrannt, nicht schlimm, aber im Ofen, da brennt es noch. Ach du Scheiße, ruft die Feuerwehr, wo bist du? Habe ich schon, sie kommen sofort. Ich bin bei den Nachbarn, sagte sie. Ja, dann geht alle raus. Ich gebe dem Chef schnellstmöglich Bescheid und springe vor dem ersten Taxi, das ich sehe, damit es anhält. Es hält an. Hinten saß schon jemand, ich mache trotzdem die Tür auf und sage, sehr dringend, kann ich bitte einsteigen? Der Taxifahrer, ein Pakistaner, so, wohin? Zur Nordstadt. Also sagt er, passt. Ich quetsche mich zur Frau und sage, Entschuldigung, danke, das... Wollen Sie also auch zur Nord... Und merke dabei, dass sie wunderbar grüne Augen hat. Und dass ich mich in ihre Augen verliebe. Und dass ich mich doch schon mal in ihre Augen verliebt hatte. Und dass ich sie kenne. Das ist doch Sarah von der Denver Universität. Meine Ex. Sarah, wann bist du zurückgekommen? Frage ich. Und sie sagt nichts. Sie umarmt mich. Und ich umarme sie und wir umarmen uns und den Taxifahrer und fahren zur Nordstadt. Und ich frage sie aus, was hast du gemacht all diese Jahre? Und sie erzählt mir von ihrer Reise nach. Irgendwohin. Und danach, keine Ahnung, ich habe ganz viele Tiger da gesehen, hat sie gesagt, glaube ich. Asien, Ostasien. Aber sie erzählt das so schnell, dass ich nicht mehr mitkommen kann, weil ihre Augen so unbeschreiblich. Und irgendwann fragt sie mich, und wie geht's dir eigentlich? Aber ich vergesse und vergesse, was ich vergessen habe und frage sie, wollen wir demnächst ausgehen? Naja, eigentlich war sie nie meine Ex. Ich habe mir gewünscht, dass sie... Also, dass wir... Und jetzt sagt sie, ja, sehr gerne, und gibt mir sofort ihre Nummer. Und da bremst der Fahrer plötzlich, weil ein Feuerwehrfahrzeug vorbeifährt. Und ich merke, dass ich alles vergessen habe, und der Taxifahrer fragt mich, wohin genau in der Nordstadt jetzt. Und ich beantworte unbewusst, folgen Sie dem Feuerwehrfahrzeug. Und er macht das... Aber es ist so viel Stau, wir sind so langsam und ohne Klimaanlage natürlich. Und es zieht und wird immer heißer, ich verwelke vor Hitze und schwitze. Meine Stirn ist wie ein kleiner See, ich schwitze auf Sarah und konzentriere mich nicht mehr auf ihre Worte. Nur noch auf ihren Geruch. So ein schöner, erfrischender Geruch. Sie roch nach meiner Jugend. Oder nach süße Gurken. Und der Geruch von... Ich rieche den Rauch von unserer Küche. Oder ist das nur die Zigarette, die der Taxifahrer angezündet hatte? Er sah doch wie ein Raucher aus. Ein Familienvater mit einem Schnäuzer. Ich wusste nicht mehr. Das konnte ich nicht mehr voneinander unterscheiden, weil ich lag. Ich konnte nicht mehr den Kopf hochkriegen und gucken, ob der pakistanische Taxifahrer raucht. Weil ich lag. Auf Sarahs Schoß. Und... ob Sarah mich küsst oder ob das nur eine Beatmung ist, eine CBR, CBS, CS, konnte ich nicht mehr wissen, weil ich nicht mehr die Augen geöffnet kriege. Es ist tierisch heiß. Sie ist tierisch heiß. Mir ist tierisch heiß. Zunächst bin ich in einem fremden Bett aufgewacht, habe mich umgeguckt, da lag sie neben mir, in nicht so anständiger Klamotten, also nämlich. Aber vielleicht hat sie sich einfach ausgezogen, weil es höllisch heiß war. Ich wollte sie nicht aufwecken, aber das Telefon hat geklingelt, da habe ich mich sofort erinnert, dass meine Frau mich angerufen hatte. Was mache ich denn hier?
Ich habe ihr einen schnellen, distanzierten, anständigen Kuss gegeben, wo sie im Halbschlaf war und musste mich schon umdrehen und bin schnell gerannt zu uns. Aber ich wusste nicht, wo ich war. Ich war total verloren. Ich habe wieder ein Taxi gesehen. Derselbe Taxifahrer. Wir sind dann schnell zu mir gefahren. Da war kein Stau mehr. Ich kam an. Da war das Feuer schon ausgelöscht. Ich habe gesehen, wie sie jemanden in den Krankenwagen reintragen. In einem großen Tuch eingewickelt. Ich habe sie sofort erkannt. Es war einfach viel zu spät.